Hallihallo und willkommen zurück auf diesem Kanal. Ich habe mich eigentlich schon immer fürs Programmieren interessiert, because I'm not like other girls. Und ich habe letztens ein paar alte Projekte von mir wiedergefunden und ja, die schaue ich mir heute an. Also viel Spaß mit dem Video. Dieses wundervolle Spiel mit dem Namen Pixel Dungeon ist so das älteste Projekt, was ich noch habe und auch so eins von den ersten Spielen von mir jemals. Ich weiß nicht mehr genau, von wann das war, aber ich müsste so 12, 13 gewesen sein. Und genau, man sieht schon, wie professionell das ist an diesem wundervollen Titelscreen. Und genau, das Konzept ist natürlich super originell und kreativ. Man läuft an Spikes vorbei. Spannung. Ich weiß auch nicht, ob diese Screen-Glitches davon kommen, dass das Spiel irgendwie nicht richtig auf meinem PC läuft oder einfach, weil ich es schlecht programmiert habe. Aber ja. Können wir einmal bitte diese Seitwärts-Sprite bewundern? Glückwunsch, du hast alle Level gemeistert. Aber bald kommen neue. Spoilerwarnung, es sind nie neue Level gekommen. Surprise. Okay, ich war gerade noch mal ein bisschen am Suchen und habe einen älteren Scratch-Account entdeckt. Und hier gibt es auch ein wunderbares Spiel, was ich irgendwann mal gemacht habe. Das heißt Parrot Game. Und es ist auch sehr komplex. Und ich habe kein Skill. Die krasse Aufgabe ist es, Ballons auszuweichen. Das nicht ein krasses Spiel. Das erste Spiel, bei dem ich mir tatsächlich ein bisschen Mühe gegeben habe. Man backt P Pizza. Boah, diese Musik ist so laut. Okay, wir machen Olivenpizza. Ich weiß noch, wie es funktioniert. Okay, wir brauchen Soße, Käse, Oliven und Ofen. Ju. Und jetzt machen wir eine Margherita. Okay, aber jetzt mal ganz abgesehen davon, dass das Spiel tatsächlich spielbar ist, finde ich die Sprites tatsächlich gar nicht so schlecht. Okay, noch ein letztes tatsächlich fertiges Spiel aus Scratch, Cozy Cat Room. Das ist genau das, wonach es klingt. Ich weiß noch, es hat ewig gedauert, diese Katze zu programmieren. Genau, aber man kann einfach diesen Raum einrichten. Juhu, Spielspaß. Boah, aber da weiß ich auch noch, dass Pixel Art wirklich ewig gedauert hat. Also das zählt jetzt nicht so richtig dazu, weil das ist ein Spiel, was ich mal für die Schule gemacht habe. Aber das existiert theoretisch auch noch, wenn es lädt. Genau, hier ist es einfach Informationen zu einem Buch extrem professionell in einem Spiel. Aber ja. Auch die Sprites, man sieht, wie viel Mühe ich mir für Schulprojekte mache. Aber ich glaube, das war auch das erste Spiel, was ich in Godot programmiert habe. Ja.
Okay, ein letztes Spiel jetzt noch, ebenfalls in Godot. Wenn es lädt. Und, genau. Ich hab's ge. Das sieht auch nicht mal so schlecht aus, bis man bemerkt, dass ich die Gravity nicht anbekommen habe. Und der Game Over Screen auch entsprechend professionell.